Standing in the shadows of love, I'm getting ready for the heartaches to come. Can't you see me standing in the shadows of love? I'm getting ready for the heartaches to come. I wanna run, but there's nowhere to go, 'cause heartaches will follow me, I know. Without your love, the love I need, it's the beginning. Sergeant Peppers, der Summer of Love und die Kreativität der jungen Generation, all das machte 67 zu einem unglaublich kraftvollen Jahr. 67 war für mich ein entscheidendes Jahr. Wir dachten, es sei eine endlose Party. 67 war kein Ende in Sicht. Und natürlich wollten wir das auch gar nicht. Es hatte mit dem Gefühl zu tun, dass man etwas verändern kann. Und die jungen Leute taten das dann auch. In London war zu der Zeit alles möglich. Hinter uns lag eine Ära, in der es viele Einschränkungen gegeben hatte. Nun konnte man zum ersten Mal die Klassenschranken überwinden. Und zwar mit Hilfe von Musik, Kunst und Mode. Es gab riesige Protestaktionen. Nicht so sehr von den Soldaten, sondern von den Müttern, die fragten: Was zum Teufel macht mein Junge in Vietnam? Promises of the great society have been shut down on the battlefield of Vietnam. You my enemy. My name is a white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. Er weigerte sich, den Wehrdienst anzutreten und wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie nahmen ihm den Titel. Er ermutigte junge Leute, sich öffentlich gegen den Krieg zu äußern. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. The more I hear that song, je häufiger ich dieses Lied höre, es ist ein Meisterwerk. It does not. Es hat keine Coda, keinen Riff. It doesn't have a riff. Es ist ein Blues-Song, ein Pop-Song, ein Jazz-Song, ein Folk-Song. It's a folk song. 1967 kämpfte ich für einen freien Sender. Vom Summer of Love habe ich fast nichts mitbekommen. Wir lebten auf unserem Piratenschiff, von dem aus wir Radio Caroline sendeten. Die Szene und der Summer of Love selbst waren ein Phänomen. Das war ein historischer Moment, der größte Flashmob der Geschichte. London war das hippe Zentrum des Universums mit seinen Bands, seiner Mode und den Experimenten. Wir hatten die Wahl unter vielen Clubs. Es gab den Beck O'Neill's und The Speakeasy, wo alle Gruppen hingingen. Der Cromwellian Club war total beliebt. Ständig waren wir unterwegs. Wenn ich frei hatte, ging ich ins UFO in der Tottenham Court Road. Runter in den Keller, wo es diese völlig verrückte Lightshow gab. Joe Boyd, der amerikanische Produzent von Svengali, buchte Bands wie Soft Machine und Pink Floyd für das UFO. Sie traten dort mit Lightshows auf. Es wurde eine Menge LSD konsumiert. Damals kam das mit den Beautiful People, mit der Schickeria auf. Zur Hochzeit des UFO gab es dieses Gefühl, alles sei möglich. Es war zumindest in der Londoner Innenstadt der erste Ausdruck dieser Lebenshaltung, die als Summer of Love bekannt wurde. Ich ging nach Frankreich. Heute reisen die Kids nach Thailand, nach Südamerika oder so. Aber damals war es eine große Sache, nach Frankreich zu fahren.
Dort gab es einen Haufen interessanter Engländer. Und die Eltern von einem kauften ein Haus am Hafen von Saint-Tropez. Das war damals nur ein kleiner Fischerhafen. An unserem ersten Tag sahen wir Brigitte Bardot mit einem Leoparden durch die Straßen spazieren. Wir fühlten uns wie im Himmel. Noch fantastischer konnte es nicht werden. Sprint into springtime with the Mustang Sport Sprint Sale at your Ford dealers. In der Zeit hatten die Jungs diese großen Autos. Den Mustang fanden einfach alle toll. Wer so einen besaß, hatte einen reichen Vater. Die Typen gaben nur an und kamen in feuerroten Ford Mustangs angefahren. Three new ways to take the Mustang pledge. Her choice, the Mustang Hardtop, which is hard to top. An optional full-width seat with center armrest. Wir Mädels versuchten, Jungs zu finden, die einen Mustang hatten. Denn dann konnten wir im Sommer mit offenem Verdeck zum See fahren. Das war ein Gefühl, wie zum Abschlussball zu fahren. Und zwar mit dem Typen, mit dem man gehen wollte. Obwohl ich eigentlich ein ziemlicher Bücherwurm war. Für mich interessierten sich nur die Intellektuellen und die komischen Jungs, die Radikalen. Jungs, die natürlich keinen Mustang hatten, weil Besitz einfach uncool war. Das waren Typen, die sagten, ich will in einer Kommune leben und keinen Job haben. Mein Vater sagte dann, schmeiß ihn raus. Ich fand Ray Davies immer brillant und die Kinks waren unglaublich. Sie waren einzigartig. Man konnte sie irgendwie unter Rhythm and Blues einordnen, aber eigentlich waren sie sehr speziell. Für mich waren sie durch und durch britisch. This, ladies and gentlemen, is London. Swinging London, it's been called. Wir gingen oft in die Church Street in Kensington. Da gab es tolle Läden wie Bus Stop und Bieber. Überall hingen Klamotten. Das Licht war schummrig und es gab Schmuck und Schals. Und diese wunderbaren Farben, Aubergine und verschiedene Pinktöne, wenn ich mich recht erinnere. Manches war ziemlich schrill. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Reißverschlüsse kaputt gemacht beim Anprobieren. Vieles war doch sehr klein. Aber es machte ungeheuer viel Spaß. Es war etwas ganz anderes als früher in den Läden. Echt toll. When Mary Quant invades new realms of fashion, bright young girls are interested and so is the national press. Mary Quant hatte eine Boutique in der King's Road. Ihre Klamotten waren teuer, aber sehr, sehr wichtig und sehr revolutionär. Am berühmtesten war der Minirock. Mary wurde selbst zu einer Art Berühmtheit. Plötzlich gab es diese Idee, dass eine Art Verbindung existiert zwischen Mode, Musik und Kunst. Ich trug Miniröcke, obwohl meine Mutter sagte, so gehst du nicht auf die Straße. Vermutlich hatte sie große Angst, denn in ihren Augen hatte ich gar nichts an. How did Twiggy strike you? Very refreshing. And her clothes? Adorable. Sie sah ungewöhnlich aus. So etwas wie Twiggy hatte es noch nie gegeben. Sie war eine Verkäuferin aus der Arbeiterschicht. Sie hatte etwas Außerirdisches und sah aus wie ein Junge. He used to have a Saturday job at a hairdresser's. Unsere Eltern meinten, nein, du musst deine Haare so aufgebauscht und hochtopiert tragen.
Du läufst nicht mit kurzgeschnittenen Haaren und riesigen Augen herum und siehst aus wie eine altgewordene Fünfjährige. Denn so sah Twiggy ja aus. Taylor. Firebird is a stallion. Brando. You disgust me. Elizabeth Taylor. Have you ever been collared and dragged out into the street and thrashed by a naked woman? Marlon Brando. I swear I'll do! Reflections in a golden eye. Wir hatten tonnenweise Fanzeitschriften und es ging immer um Liz Taylor. Und um Haare, Augen, Lippenstift. Reflections in a golden eye stars the Elizabeth Taylor who showed the world what a woman really is. Ich wuchs in Chicago auf, als Hugh Hefner mit dem ganzen Playboy- und Bunny-Zeug anfing. Auch das war ein Look. Viele Haare, Titten bis dahin, Lippenstift und sei ein Bond-Girl. What's a nice girl like you doing in a place like this? Bond is back. Als schwarze Frau musste man das zusätzlich irgendwie mit den eigenen Erfahrungen und den eigenen Vorbildern in Übereinstimmung bringen. Das waren dann die Supremes und Diana Ross. Die Supremes waren eine unglaublich heiße schwarze Girl-Group, die tatsächlich singen konnte. Und Berry Gordy hat sie immer wieder glatt gebügelt. Sie wissen schon, die zerwühlten Laken glatt ziehen, bügeln, sie runterdrücken, Bleichmittel draufschütten. Das ist Musik für eine Show, das hört man. So etwas gab es am Broadway, in den Nachtclubs und so. Aber sie feiert die neue, hippe Kultur, die Jugendkultur, das Happening. 1967 stellte Premierminister Harold Wilson den Antrag, Großbritannien in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft aufzunehmen. Die NASA feierte die erste unbemannte Landung auf dem Mond. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Man musste einfach Marvin Gaye-Fan sein. Das Talent der Leute, die von Motown kamen. Bis heute gibt es niemanden auf der Welt, der ihnen das Wasser reichen kann. Ehrlich. Das Label Tamla produzierte die Musik, die ich liebte. Allerdings mit Pop und Fusion. Ich fand, das ist die unglaublichste Musik überhaupt. Weiße hatten keine Probleme mehr, Soul-Lieder zu singen. Und Schwarze sangen mehr Pop. Es veränderte sich. So fingen die Supremes an, Pop-Songs zu singen und die Temptations auch. Und das noch vor den 70ern, in denen sich dann alles mischte. Damals fing das alles an. At this point, we are going to leave Golden Gate Park to go into the Haight-Ashbury district of San Francisco. If you're going to San Francisco. I would say that the last 18 months has seen a tremendous increase of the so-called hippies. In Amerika begann die junge Generation gegen ihre Eltern und den Muff der 50er Jahre aufzubegehren. Es war einfach nicht cool, sich mit dem College oder der Berufswahl zu befassen. Plötzlich kamen die sogenannten Hippies auf und passten sich einfach nicht an. Ich glaube, besonders schockiert war man wohl von den Typen, die viele weibliche Werte übernahmen. Die Weltanschauung, die sie verkündeten und die genau hier entstand, besagte, alle und alles sei frei. Es war ein Mini-Utopia. Viele amerikanische Familien flippten deshalb völlig aus. Sie konnten einfach nicht damit umgehen, wenn ihre Kinder plötzlich merkwürdige Kleidung trugen oder ihr Haar wachsen ließen. Oder vom College kamen und seltsam aussahen oder mit einem seltsam aussehenden Freund oder so einer Freundin ankamen.
Manche wurden eingesperrt, weil die Eltern die Vorstellung nicht ertragen konnten, dass ihr Sohn ihre Ideale vom amerikanischen Traum einfach beiseite schob, nur um mit drei anderen Typen mit einem VW-Bus nach Haight-Ashbury zu fahren. There is no family so busy, but that it can come together in the evening for a dinner date, which will give its members something to look back upon with happiness. Somebody who came to Britain. Als ich nach Großbritannien kam, fiel mir auf, wenn Langhaarige, die ich kannte, nach Hause kamen oder Typen mit goldenen Ohrringen und schulterlangem Haar, gingen sie mit ihrem Vater, der einen ordentlichen Kurzhaarschnitt hatte, im Pub einen trinken. Das war alles sehr entspannt. Die Eltern waren vielleicht dagegen, aber sie gewöhnten sich eher daran, glaube ich, weil sie es anders wahrnahmen als die Amerikaner. Sie sahen es nicht als Bedrohung. Sie hielten das für eine Phase, die ihre Kinder durchmachen. Er ist eben ein Teenager und will sich selbst verwirklichen. Was den Unterschied ausmacht und 67 zu einem besonderen Jahr macht, weswegen konservative Politiker bis heute Schaum vor den Mund kriegen, sie meinen, damals wäre alles wegen LSD in die falsche Richtung gelaufen. Man muss zugeben, dass Drogen dazugehörten. Denn durch Marihuana und in gewissem Maß auch LSD erweiterte sich das Bewusstsein der Leute. Paul, how often have you taken LSD? Four times. I don't know what everyone's so angry about. Als Paul McCartney zugab, LSD genommen zu haben, wurde das in der Presse total aufgebauscht. Schock, Horror. Sie nahmen die Stones fest und es gab einen riesigen Prozess. Und der Staat mutmaßte, die Dinge könnten außer Kontrolle geraten. Die jungen Leute würden in eine gefährliche Richtung abdriften. Und es hatte mit Drogen zu tun, aber auch mit der Kleidung, mit der Musik und am allerwichtigsten, es hatte mit diesem Gefühl zu tun, etwas verändern zu können. Denn die junge Generation hatte dieses Gefühl, sie könnte etwas verändern. Und tat es ja auch. 1967 kämpfte ich für einen freien Sender. Vom Summer of Love habe ich fast nichts mitbekommen. Wir lebten auf unserem Piratenschiff, von dem aus wir Radio Caroline sendeten. Ich arbeitete damals bereits in den Medien und wurde einem Typen namens Ronan O'Rahilly vorgestellt. Er hatte die revolutionäre Idee, von einem Schiff in internationalen Gewässern aus Popmusik zu senden. Allein das klang ziemlich glamourös. Wie jeder in meiner Generation war ich gegen alles. Wir waren süchtig nach Radio Caroline. Vergesst die BBC, das war für alte Leute. Nur hier konnte man diese Musik hören. Natürlich hatten wir alle unsere kleinen Transistorradios. Auch das war etwas Wunderbares. So konnte man Musik mit sich herumtragen. Ich hörte damit Radio Caroline und der Empfang kam und ging, manchmal wie in Wellen. Doch wir blieben dran. Wir bewunderten die Macher. Wir hatten das Gefühl, dass sie etwas für uns machten und gegen das Establishment. In Amerika gab es tausende kommerzielle Sender, hier in England aber nicht. Wir hatten nur die BBC, die genaue Vorstellungen hatte, was wir hören sollten. Und noch wichtiger, was nicht. Leute wie Johnny Walker waren wirklich großartige DJs, die alles mischten. Sie spielten Sam & Dave, Arthur Conley, dann folgte Cream oder so. Sie trennten das nicht voneinander, denn das war alles tolle Musik und sehr aktuell. Er machte etwas, das ich sehr romantisch fand. Er forderte die Zuhörer auf, sich mit ihren Autos an die Küste zu stellen und mit den Scheinwerfern Richtung Meer zu blinken, sodass er sie sehen konnte. Für mich ist Radio etwas sehr Romantisches. Es gibt jede Menge Platten, die keine Hits geworden wären. Gruppen und Künstler, von denen wir nie gehört hätten, wenn es den Piratensender nicht gegeben hätte. Es gab riesige Demonstrationen. Tausende Teenager zogen zum Trafalgar Square. Es gab eine Kampagne zur Rettung der Piraten.
denn die Regierung arbeitete an einem Gesetz, das sich gegen die Piratensender wandte. Am 14. August 1967, genau eine Minute nach Mitternacht, trat das Gesetz in Kraft. Und Radio Caroline war der einzige Sender, der sagte, wir senden weiter. In Großbritannien wurde mit vielem sehr spielerisch umgegangen. Mit Mode, Demonstrationen, Rebellion. Es machte Spaß. Es war unterhaltsam und wurde von einer sehr lebendigen Kunst-, Musik-, Mode- und Designszene getragen. In Amerika war das todernst. Da sah man viel stärker den Status quo bedroht. Der Staat war viel stärker verunsichert, denn es schien sehr viel mehr auf dem Spiel zu stehen. Promises of the great society have been shot down on the battlefields of Vietnam. Von Präsident Johnsons Sozialreformen sollten alle profitieren. Nicht nur die mittlere Generation, die den Zweiten Weltkrieg durchgemacht hatte, sondern auch deren Kinder. Doch diese ganze Generation war vom Krieg bedroht. Sie konnten eingezogen werden. Das war für sie wie ein Damoklesschwert. Und sie sahen keinen Sinn darin. Für sie war es nicht der Kampf für eine gute Sache, wie im Zweiten Weltkrieg. Es gab riesige Protestaktionen. Nicht so sehr von den Soldaten, sondern von den Müttern, die fragten, was zum Teufel macht mein Junge in Vietnam? Die Fernsehnachrichten waren voll mit den neuesten Kriegsberichten. Kein Wunder, dass es in den meisten Songs um die Hoffnung ging, alles werde besser. Wir wussten nicht, was unsere Soldaten durchmachten. Wir wussten auch nicht, was sie den Vietcong antaten. Von all dem hatten wir keine Ahnung. Wir wussten nur, dass sie von irgendwelchen alten Typen in den Krieg geschickt wurden. Glaubte noch irgendwer, Amerika werde den Krieg gewinnen? Was also macht ihr da im Dschungel? Ich erinnere mich noch an seinen Namen. Er hieß Richard Pennyman. Er war der Klassenclown und immer fröhlich. Und er ging nach Vietnam, trat auf eine Landmine und war tot. Unsere ganze Schule war erschüttert. Bedenkt man, wie viele tausend junge amerikanische Menschenleben für diesen Krieg geopfert wurden. Wofür das alles? Bei all dem hatten wir gar nichts zu sagen. Ein Haufen alter Leute befahl uns, ihr müsst dahin. Und wenn nicht, wanderst du ins Gefängnis, wie Muhammad Ali. Es sei denn, man ging nach Kanada. Ali war natürlich sehr wortgewaltig. Trotz der Tatsache, dass ihm 5 Jahre Gefängnis drohten, das war die Strafe, wenn man der Einberufung nicht nachkam, hielt er eine sehr leidenschaftliche Rede und sagte in aller Deutlichkeit, warum er nicht kämpfen werde und nicht kämpfen wolle. Denn er betrachtete die Nordvietnamesen und die Vietcong nicht als seine Feinde. Er weigerte sich, den Wehrdienst anzutreten und wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie nahmen ihm den Titel. Während er auf die Entscheidung des obersten Gerichtshofs wartete, besuchte er Colleges und hielt überall im Land Reden. Er ermutigte junge Leute, sich öffentlich gegen den Krieg zu äußern. Ich erinnere mich, dass Muhammad Ali sagte, kein Vietcong hat mich je Nigger genannt. Weshalb sollte ich also dahin gehen und gegen ihn kämpfen? Das werde ich nicht tun. So nahmen sie ihm seinen Gürtel, seinen Status und er wurde verurteilt. Ich glaube, 67 war der Wendepunkt. Eine Menge Leute in Amerika fragten sich, Moment mal, was machen wir da eigentlich? Muhammad Ali hat ihnen die Augen geöffnet. Was haben wir eigentlich gegen die Vietnamesen? Warum töten wir sie? Außerdem war er ein toller Sportler und sah auch noch sehr gut aus.
All das kam zusammen. Wir waren damals noch Kinder. Er war auf dem Gipfel, kämpfte und gewann jeden Kampf. Wenn man als kleines Kind sieht, wie da einer in den Ring steigt und sagt, ich habe ihm ins Gesicht gesagt, ich schlage ihn in Runde 5. Und dann schlägt er ihn in Runde 5. Als kleines Kind freust du dich dann. Er bedeutete uns ungeheuer viel und seine Meinung war uns sehr wichtig. Der Vietnamkrieg hing wie ein riesengroßer Schatten über jedem jungen Mann. Jeder konnte zum Militär eingezogen werden. Das war absolut beängstigend. Ich glaube, die Hippie-Bewegung war weitgehend eine Folge davon. Ganz sicher gilt das für die Haight-Ashbury-Szene in San Francisco. Für eine Weile schien sie eine Art Wunderland zu sein. Aber das wurde getrübt durch die Tatsache, dass es nur ein Fortlaufen war. Denn es gab diese grässliche Angst wegen Vietnam. Horrible fear of Vietnam. Einerseits kann man über gesellschaftliche Veränderungen sprechen, die sexuelle Revolution, die Antikriegsproteste und all das. Doch gleichzeitig wurden mit dem Verkauf von Schallplatten ungeheure Geschäfte gemacht. Ein Album war ein Statement. Früher schrieb man eine Hitsingle und die umgab man mit einer Reihe von Blues-Songs und spielte live. Doch nun hatten die Bands Material für ein ganzes Album und konnten damit ihre eigenen Statements verbinden. So wurden das Album, das Cover, die Begleittexte und die Songtexte sehr wichtig. Wir versammelten uns um die Stereoanlage, saßen still da und hörten das ganze Album an. Natürlich gab es eine gewisse Konkurrenz. Wessen Album kam als erstes heraus? Welches danach? Was ist mit dem neuen Jimi Hendrix Album? Chas Chandler von den Animals hatte Hendrix in Amerika spielen sehen und sagte, ich werde dein Manager. Er brachte ihn nach Großbritannien zu Track Records. Das war das Label von The Who. Und sorgte dafür, dass die anderen Musiker ihn hörten. Auf jeden Fall war er sofort eine absolute Sensation. Er spielte vor Eric Clapton, der dachte, das war's, so jemanden wie ihn gibt es kein zweites Mal. Er spielte vor Pete Townshend, der es kaum glauben konnte. All diese Gitarrengötter mussten plötzlich ihren Hut ziehen vor diesem unglaublichen Typen. Und er entwickelte sich noch weiter. Die ersten Songs wie Hey Joe und das erste Album Are You Experienced wurden in Großbritannien entwickelt. Jimi Hendrix wurde sofort den Superstars vorgestellt. Denn jeder wollte wissen, was es mit diesem begnadeten Gitarristen auf sich hatte. Man konnte ihn gar nicht als Bedrohung sehen, denn er war so viel besser als alle anderen. Wir DJs von Radio Caroline veranstalteten Disco-Nights an Land. So gab es einen Abend im Wimbledon Palais, einen anderen in den Chislehurst Caves. Da gab es eine kleine Bühne mit Verstärkern und Lautsprechern für die Bands. Und Jimi Hendrix spielte, wenn ich mich recht erinnere, seinen allerersten Gig in den Chislehurst Caves. On a Sunday afternoon. Ich ging oft zur Rollschuhbahn. Dort liefen wir zu Groovin'. Wir schnallten unsere altmodischen Rollschuhe an und sie legten Groovin' auf. Das war ein guter Sound, zu dem man dahin gleiten konnte. Und wenn man einen Freund hatte, konnte man zu Groovin' Paar laufen. Es war ungeheuer schmalzig, aber ein guter Song zum Laufen. Wirklich klasse. Die Young Rascals sind eine tolle amerikanische Band. Und sie brachten eine Platte heraus, die Groovin' hieß. Groovin' on a Sunday Afternoon. Eine perfekte Popplatte. Die Beatles hatten mit Sgt. Pepper's einen gigantischen Erfolg. Sie trafen den Zeitgeist, waren auf der Suche nach dessen Spirit. Das bedeutete, einen Zug nach Bangor in North Wales zu nehmen. In Wimbledon übertrug die BBC zum ersten Mal Fernsehen in Farbe.
announcement to make. It's about Sir. Well, sir, we'd all like to thank you very much for everything you've done for us. And we'd like to give you a little present to remember us by. Come on, Babs. You mean Miss Peg? Babs. Go on. Babs! The time has come for closing books and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend. Interesting enough, the der Song, der 1967 ganz oben in den Charts stand, war Lulu's To Service Love. Das war der Titelsong des gleichnamigen Films. Das war ein kleiner Film mit Sidney Poitier. Es war kein ungeheuer erfolgreicher Film, wohl auch deshalb, weil er in London gedreht wurde. Doch der Titelsong war ein großer Hit. Er kletterte auf Nummer 1 in den Charts. Jeder hat ihn gekauft, nicht nur Lulu-Fans. Jeder kaufte ihn. Sidney Poitier drehte 1967 Junge Dornen, Rat mal, wer zum Essen kommt, und In der Hitze der Nacht. Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. Mr. Tibbs? Well, Mr. Wood, take Mr. Tibbs. Take him down to the depot, and I mean boy like now. To see In the Heat of the Night. In der Hitze der Nacht. Darin geht es um einen rassistischen Cop aus den Südstaaten, der es mit diesem sehr gebildeten schwarzen Mann zu tun bekommt, der zufällig dort gestrandet ist und das Verbrechen aufklärt. Ein toller Film. Wirklich. It was a big movie. You can get James Brown. James Brown hat alles erfunden. Das muss mal gesagt werden. Let me just say that. Even before he was born, er erfand schon Dinge, bevor er geboren wurde. Niemand ist an Cold Sweat herangekommen. Manche haben es versucht, manche kamen Cold Sweat nah. Aber das war die Vorlage. Mit der Platte hat alles angefangen. Man kann James Brown gar nicht hoch genug schätzen. Wer hat Funk erfunden? War es Sly Stone? Ich denke, es war James Brown. Trotz der Bewegung für Frieden, Liebe und Verständnis gab es zu dieser Zeit ziemlich viele internationale Konflikte. Das ist schon interessant. In Israel brach der Sechstagekrieg aus. Auch das eine ziemlich unerfreuliche Zeit. Der Sechstagekrieg machte riesige Schlagzeilen. Natürlich war uns bewusst, welche Auswirkungen er haben würde, dass er die Grenzen und die Politik im Mittleren Osten verändern würde. Noch einmal, wir waren nicht besonders politisch, aber das war ganz sicher ein bedeutendes Ereignis. Israel war enorm wichtig für uns. Aber mit dem Sechstagekrieg veränderte sich das ein wenig, denn Israel fing an, Gebiete zu besetzen. Und das stand unserer Vorstellung von Israel entgegen. Außerdem waren wir völlig erschöpft von Vietnam. Jeder Schwarze auf der ganzen Welt liebte Stevie und I Was Made to Love Her. So schön. Ein Song, zu dem man auf seiner Abschlussfeier tanzte. Es war der Song des Sommers. Ein toller Song. Die Ed Sullivan Show war das große Sprungbrett, wie auch Saturday Night at the Palladium. In diese Show zu kommen, bedeutete den Durchbruch. Und Ed Sullivan, diese Wachsfigur, war schon ungefähr 50 Jahre dabei. Er kam raus und sagte, das sind die Doors. It's the Doors. They
Die sagten, sie sollten die Zeile mit dem High sein rausnehmen. Jim Morrison sagte, okay, machen wir. Und dann sang er sie doch in der Live-Sendung. Fantastisch. Die Doors sind geradezu exemplarisch für das Düstere, das in der interessantesten amerikanischen Musik von 1967 steckte. Wir jungen Leute haben uns abgegrenzt. Unsere ganze Erziehung und alles, was wir zu respektieren gelernt hatten, das war endgültig vorbei. The Mamas and the Papas fingen die kalifornischen Vibes ein. Die Harmonien waren wunderbar, klassisch. Die waren wie die Beach Boys mit Mädels. Wer wollte nicht nach Kalifornien? Wegen California Dreaming. Es war unmöglich, nicht dorthin zu wollen. Ich wollte unbedingt hin. Ich wollte unbedingt nach Monterey. Lou Adler und Andrew Luke Oldham erfanden das Monterey Pop Festival mit Unterstützung von The Mamas and the Papas. Well, this is John Phillips of The Mamas and Papas. And I'd like to talk to Dion. Ich hatte keine Ahnung vom Monterey Pop Festival. Aber ich wünschte, ich hätte dort sein können, um Otis Redding zu sehen. Er war eines meiner großen Idole, einer meiner Helden der 1960er. Have been loving you too long. To stop now. For him to go to Monterey. Sein Auftritt in Monterey machte Otis Redding schlagartig überall berühmt. To becoming as famous as he did. Otis Redding. Otis Redding ist meines Erachtens der größte Soul-Sänger aller Zeiten. Ich liebe seine Stimme einfach. In dem Jahr trat er in Monterey auf und das war das Jahr von I've Been Loving You Too Long, einem der schönsten Songs überhaupt. Please don't make me stop now, yeah. Otis ist wesentlich für die Geschichte von 1967. Nicht zuletzt, weil immer noch Rassentrennung herrschte. Otis hatte den Weitblick, die Verbindung zu schaffen zur hauptsächlich weißen Hippie-Kultur. Diese Selbstinszenierung, dieses Flair. Britische Gruppen waren Meister der Show. Die Amerikaner hingegen spielten in aller Ernsthaftigkeit ein Blues-Solo. Und das zeigte sich zum ersten Mal in Monterey. Als all diese Gruppen dort zum ersten Mal auftraten, die in Amerika ein Mythos waren, weil sie in Großbritannien schon einen großen Namen hatten. Aber die Animals waren eine raue britische Bluesband, die schon ganz früh zur amerikanischen Hippie-Szene gehörte. Es gab ziemlich viel Konkurrenz. Die Gruppen waren wirklich Freunde, wenn sie sich begegneten. Aber wie haben sie versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen? Ich habe einen Dokumentarfilm über Jimi Hendrix gedreht und habe Pete Townshend backstage in Monterey mit ihm reden lassen. Hendrix sagt im Wesentlichen, ich werde nicht nach euch Typen auftreten, ihr seid zu gut auf der Bühne. Und Townshend darauf... Und ich trete nicht nach dir auf. Du bist weit besser als wir. Und schließlich sagt Hendrix, ich warne dich. Wenn ich nach euch auftrete, werde ich alle Register ziehen. Dann gehen The Who auf die Bühne und Townshend zerschmettert seine Gitarre. So etwas hatten die Amerikaner noch nie gesehen. Und dann kommt Jimi Hendrix. Auf dem Höhepunkt zündet er auf der Bühne seine Gitarre an.
Dem amerikanischen Massenpublikum wurde in Monterey so vieles zum ersten Mal präsentiert. Die englische Extravaganz von The Who, diese merkwürdige transatlantische Mischung von Hendrix und seiner Show, und dann Otis und Janis. Alle an einem Ort, an einem Wochenende im Jahr 1967. Es war großartig. Janis Joplin war vollkommen außer Rand und Band. Sie hatte Austin in Texas hinter sich gelassen. Sie hatte viele Schwierigkeiten in der Schule und war in San Francisco gestrandet. Und sie hatte diese absolut unglaubliche Stimme. Die beste Blues-Stimme, die eine weiße Frau haben kann. Diese drei Tage im Juni waren die Quintessenz der Musik von 1967. Die Musik spielte eine zentrale Rolle, weil sie so entscheidend für diese Kultur war. Ich würde sagen, sie war zu der Zeit die wichtigste Kunstform in Großbritannien und Amerika. Sie elektrisierte und einte die Menschen. Sie gab ihnen positive Gefühle und die Hoffnung, dass sie mit allem, was auf sie zukam, fertig werden konnten. In Amerika ging es dabei um Vietnam, in Großbritannien um die Abgrenzung von der Kriegsgeneration. Set me free! Es ging um Klassen und Schichten. Man konnte das durchbrechen und tun, wovon man geträumt hatte, auch ohne ein privilegiertes Elternhaus. Plötzlich kippte alles. Aristokraten wollten Leute aus der Arbeiterklasse beschäftigen. Wegen der Beatles, der Stones, dieser ganzen Bewegung. In dieser Zeit, in den 60ern, herrschte das Gefühl, wir könnten einfach alles tun. Wenn man jung war, Ehrgeiz und Drive hatte, konnte man loslegen und tun, was man wollte. So erlebten wir lichte Momente, in denen wir dachten, dass vielleicht, nur vielleicht, alles sehr viel besser wäre, würden wir dies tun und jenes nicht. Alles drehte sich um Liebe. Heute sind die Leute schüchtern und es ist ihnen peinlich, über Liebe zu reden. Aber die Zeit damals wurde bekannt als der Summer of Love. Zu 1967 gehört unbedingt auch Jefferson Airplane mit White Rabbit, ein Meisterwerk. White Rabbit ist ein Film, ein Roman, eine Oper. Es ist die Finsternis, die sich damals ankündigte. Jefferson Airplane waren vor allem ein Produkt der Politik jener Zeit. Sie waren eine psychedelische, revolutionäre Band, hervorgegangen aus der Haight-Ashbury-Szene. Trotz Songs wie Somebody to Love und White Rabbit gibt es da eine dunkle Seite. Viele haben nicht begriffen, um was es in White Rabbit geht. Sonst wäre es nicht im Radio gespielt worden. Wir wussten nicht, welcher Wahnsinn auf uns zukommen würde. So viel Wahnsinn. Wir ahnten das nicht. Aber Grace Slick und Airplane machten deutlich, dass alles eine dunkle Seite hatte. Das war die andere Seite des Summer of Love. Sie sagten es voraus, sie sagten, es würde kommen. Und es kam. Trotz aller Demonstrationen gegen den Krieg bombardierte das amerikanische Militär weiterhin Vietnam. Und in allen amerikanischen Städten eskalierten die Kämpfe um Bürgerrechte. We will not tolerate lawlessness. Murder and arson have nothing to do with civil rights.